Gipfelkreis und Logo aus, drehen wir den ersten Teufel aus. Heute gehe ich was essen. Also jeden Tag wird etwas gegessen, ist eh klar, bei jedem wohl. Und da gehen wir heute in Weihviertel essen. Der Patrick mit seiner Freundin, in Patricks Bruder, der Oliver. Mit seiner Frau, der Oliver ist mein bester Freund. Da bin ich sogar sein Trauzeuge. Ja, war ich dabei. Dann meine Freundin. Dann noch ein paar Freunde sind dabei, heute beim Neunlauf. Da gibt es heute ein Menü, so wie da alles steht, warte mal. Wino Special im Neunlauf. Wir kochen Erich Schreiber, Chef vom Wino und Polsdorfs Weinphilosoph, präsentiert die Weine, ein fünfgängiges Menü mit Weinbegleitung. Start um 19 Uhr, dann sind wir pünktlich dort, das ist ganz klar. Wir haben das diesmal sehr schön gelöst, wir werden mit dem Auto hinfahren. Und mit Taxi heimfahren. Kettlers Brunn im Weinviertel. Grandioses Ortschaftel. Sehr schöne Quellergassen, alles Mögliche. Die Heimatstadt, quasi die Wahlheimat von Patrick. Grüß Gott, grüß Gott. Du, wo ist das nochmal? Der Neunlauf. Das ist in Hobersdorf oder Wilfersdorf? Ist das schon? Das ist noch Hobersdorf. Das ist Hobersdorf, ja. Hobersdorf. Also, niederösterreichische Wirtshauskultur. Ich hab schon einen Riesenhunger jetzt. Das wird Zeit, dass wir fahren. So, na ja, gut. Der Oliver ist natürlich noch halb nackert im Badezimmer. Aber wir haben jetzt eine Werkstatt da. Wir müssen da jetzt warten. Der Oliver ist noch nicht fertig, der ist jetzt von der Arbeit heimgekommen. Lassen wir ihm noch ein bisschen Zeit. Aber er hat ja in seiner Werkstatt immer einen vollen Kühlschrank, dann einmal vorglühen. Es ist nur nicht sicher, ob wir alle reinpassen. Wünscht mir Glück. Ich bin herinnen. Wie alle anderen auch. Patrick, wo bist du? Ja, da hinten bin ich. Ich sage jetzt schon, Lise, großartig, danke gell, fürs Chauffieren. Wie war die Fahrt? Ja, kurz, aber intensiv. Da ist er jetzt, der Neunlauf. Es gibt heute eine Weinverkostung, Fünfgangmenü und wir lassen uns das schmecken. Es gibt sogar eine E-Tankstelle da. Ich darf einmal herzlich bei uns willkommen heißen, den Weinphilosoph aus Polsdorf, den Erich Schreiber, vom Wino natürlich. Herzlich willkommen. Die lieben Herrschaften, der erste Wein ist schon eingeschenkt einmal zum Eintrinken. Meine Mannschaft kocht schon schwer in der Küche. Der, was jetzt eine Unverträglichkeit hat, der hat jetzt ein Pech. Sonst wünsche ich uns einen schönen Abend. Es gibt auch eine alkoholfreie Begleitung. Also ich möchte keinen zwingen, dass er auch zu trinken muss. Und wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Der Wein öffnet. Gibt es Überlegungen, was wir drinnen haben? Weiß wer. Wozu sind wir? Möge die Übung gelingen. Dankeschön. Der nächste Wein kommt erst nach der Suppe. Du musst dir mal den Zuschauern vorstellen. Jetzt spricht in die Kamera Josef Schramm. So wie Schramm, wie schöner, richtig angenehmer Mensch. Dankeschön für einen schönen Abend. Danke fürs Kommen. Dein Aufgebiet, das soll ich nicht vergessen. Danke, es war schon nett, es hat uns sehr gefreut. Wünsche einen schönen Abend. Ja. Ich war käselig. Neunlauf, ein Besuch wert. Super auf jeden Fall. Abend mit euch. Ja. Absolut. Danke. Sehr danke. Ich muss erst zahlen. Gott sei Dank, ein Taxi holt uns ab. Das ist von Vorteil. Holt ihr kein Taxi, oder? Soll ich mich mitnehmen? Das krieg ich aber hin. Aber da kommt ja noch mehr. Warte, ich ruck rein. Da kommt ja noch mehr.
Hätte ich hintere. Naja, jetzt ist es wurscht. Kriegst du das Gipfelkreis und Logo aus, dreh meinen ärgsten Teufel aus. Ein Giebekreis. Was hab ich denn gesagt? Gipfelkreis. Naja. Und du musst nochmal zumachen, du hast nicht gescheit zugemacht. Nein, ist keine Röhrentechnik, die Tier. Jetzt sind wir beim Oliver daheim. Da haben wir ja natürlich schon noch das ein bisschen besprechen müssen, wie das heute abgelaufen ist. Der Patrick soll das Taxi, das ist wohl löblich. Frühmorgens, Kettlersbrunn. Also, es ist gleich 11:30. Wunderbar geschlafen, passt. Patrick schläft noch. Wir lassen es gut sein, wir haben ja noch was zu tun. Und heute spielen wir noch bei den Nachtwächter. Jetzt fahren wir mal wieder gegen Wien. Ein würdiger Abend.